Gesundheit, das ist gut. Aha. Was ist das hier? Was kommt jetzt? Was passiert? Wer kommt da raus? Alle mit derselben Frisur? Okay. Ich nehme an, das ist Boss. Du willst meinen Boss töten? Ich sorge dafür, dass das nicht geschieht. Mehr nicht, mehr weniger. Alles ist, wie es sein sollte. Und darauf trinke ich, wenn wir fertig sind. Schnapp dir. In Ordnung, Stunde 0. Der Boss wartet hinter dieser Tür. Ich richte einen Timer ein. Bei 0 stirbst du. Wenn du Gegner tötest, verzögerst du das unvermeidlich. Kämpfe so schnell du kannst, wenn du leben willst. Okay. Was? Schiefer Tatan tot. Was? Auf der Tür. Was? Ich hab's geschafft. Gut. Wieder. Das sieht gut aus. Büro betreten. Vom Boss. Interrupt. Signal lost. Signal verloren. Starte neu. Hello Darkness. Ja. Heilige Scheiße, ich bin noch nicht zu spät. Ups, oder Augen. Bist du okay? Ja. Ich habe versucht, an dich anzukommen. Jemand hat dein Gehirn gehackt. Sie benutzen dich. Sie haben dich geschickt, um den Boss von Helden umzulegen. -Klammer 2. Und das ist nicht alles. Hilf mir, hilf mir. Sie haben deinen Bruder entführt, damit du mitspielst. Das bedeutet, sie bringen ihn um, wenn wir nicht schnell sind. Du musst hier raus, schnell. Gehe nach Rengoks Haus. Ich finde dich da. Level abgeschlossen. 20 Minuten, 15. 138 getötet, 440 Kamera gewonnen, 6 Tode, C plus. Und das sieht auch geil aus.
Ja, lange Strecke, kurzer Weg. Exit den Weg da. Devolver Digital präsentiert. Einen zerstörten Mann. Mit einem Rappenarm. Eine Raycon Games für eine Raycon Games Produktion. Ruina. Ich bin gespannt. Noch liege ich ja da kaputt auf Wohnung. Was haben wir denn hier? Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk? Du siehst sehr übel aus, Junge. Du brauchst ein paar Ersatzteile. Hey. Wer sieht denn aus? Rancock's House. Wo wir uns nach der Schießerei. Scheißnummer in Haven versteckt haben. Nicht der Hammer, aber hier gibt es gute Leute, jedenfalls gut für uns. Und fortsetzen, Taste drücken. Mechanics. Du lebst also noch. Hätte ich dich nicht selbst zurückgeholt, ich würde es nicht glauben. Erinnerst du dich an irgendwas, wie du hergekommen bist? Da muss ich leider machen. Was auch geschehen ist, es hat dich kaputt gemacht. Ich habe dich aus der Gosse gefischt. Mit nur einem Arm, voller Blut und Drähte. Deine Maske war völlig abgeschmiert. Normalerweise hätte ich Ersatzteile geerntet. Aber ich habe dir nur geholfen. Ich habe dir nur geholfen, weil sie mich darum gebeten hat. Naja, eine Bitte war es nicht möglich. Ich habe deine Gesichtsplatte mit Spucke und Kaugummi zusammengeflickt. Hehehe. Und ich habe einen neuen Arm installiert. War ganz schön viel Arbeit. Deine Hardware ist echt museumsreif. Ich hab dir auch einen neuen Bürgerchip organisiert. Für deinen Staat. Neustart. Du kannst also das Karma dafür verdienen und ganz legal Kunde sein. Oder so. Ich zeig's dir. Das sind Skillpunkte. Nutze sie, um Fähigkeiten und Upgrades zu erhalten. Ja. Neue Fähigkeiten werden freigeschaltet, wenn du mehr Karma sammelst. Schalte sie mit Skillpunkten frei. Wechsel die aktiven Fähigkeiten in deinem Menübar. Das war ja mit Alt, ja. Hier erfährst du etwas über Fähigkeiten und Upgrades. Portables in der Lieferung, ja. Hier siehst du das Ganze in Aktion, sogar im Vollbildmodus. Ah, okay. Jede Fähigkeit kann durch Upgrades verbessert werden. Der Kauf von Upgrades erfordert ebenfalls Skillpunkte. Denk dran, du kannst Fähigkeiten und Upgrades deaktivieren. Setze die so erhaltenen Skillpunkte ein, um andere zu aktivieren. Du kannst deine Skills von überall aus verwalten. Ruf einfach mit Y die Anzeige auf. Du hast einige Skillpunkte, setze sie klug ein. Ja. Übersicht. Und schönes Hintergrundgeräusch. Waffen, Metallrohr, Drohne, Übersicht. Hektik Cats. Mhm. Missionen. Kopfjagd. Chief Watayama. Hatte ich gerade, glaube ich, egal. Hatte ich schon, ja. Cats. Nest der Creeps. Nicht begonnen. Nicht begonnen. Hölle, nicht begonnen. Die ging Wahrsagerei. Rancock's House. Nest der Creeps. Okay. Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Ablenkschild. Ah, das ist gut. Ich kann ansonsten nämlich nur hier Dash machen. Drei Skillpunkte oder starker Angriff.
Starker Nahkampfangriff. Fokussierter Schlag für eine Waffe. Wirbelwind für beide Hände. Und Maustasten halten, um ihn aufzuladen. Hey, ja, ja, halte er eine Runde, um zu testen, was los ist, um zu führen. Eigentlich fand ich den ganz cool. Und dann natürlich den starken Angriff. Achso, woher habe ich die schon? Und ich kann den hier nur auswählen. Um zu treffen. Ja, ich habe meine Skillpunkte schon weggehauen, ne? Und hier sind nochmal alle Sachen zum Nachlegen. Okay. Du bist in Rankongs Haus. Im Bodensatz der vom Bodensatz. Auf Ärger brauchst du hier nicht zu warten, aber vielleicht suchst du ja welche. Oh, eine schöne Stadt eigentlich. Eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich da wohnen würde, aber sieht schön aus. Ich würde wahrscheinlich da wohnen, wenn es müsste. Rankongs Haus. Ein Mechanics. Komm ich raus. Und freue mich, dass er mich gerettet hat. So, na also. Wir müssen uns beeilen, wenn wir deinen Bruder retten wollen. Ich bin durchgegangen, was nach dem Hack noch an deinem Kopf war und habe etwas gefunden. Ein Mitarbeiter von Haven, Wizard. Sein Signal war in Ragnarks Haus. Seine Spur endet hier. Es gibt einen Ex-Cop, Rustam. Wer ein Hocker in der Vostok war bewohnt. Für einen Säufer hat er reichlich Beziehungen. Wenn Wizard in der Stadt ist, dann weiß Rustam, wo. Rede mit ihm. Wenn du dich mal verirrst oder verwirrt bist, dann hilft dir Tap. GL, good luck, have fun. GL half. Und einen komischen Smiley. Okay. Mehr. So schlimm, was? Kein Wunder, es ist keine zwei Stunden her, dass die dein Hirn gehackt und dich losgeschickt haben, um den Boss von Haven umzulegen. Ich nehme an, das war dieser Wizard. Du warst eine echte Ruine. Ich musste deinen Arm überladen, um den Hack durchbrechen zu können. Ich würde mich ja entschuldigen, aber es ist besser, als tot zu sein. Es wird allerdings noch schlimmer. Wizard und seine Crew haben deinen Bruder entführt. Sie haben dich wahrscheinlich überredet, den Boss zu erledigen zu wollen. Ich kann dir helfen, ihn zu finden. Dafür sind Freunde ja schließlich da, was? Ja. Entweder hat Wizard deinen Bruder oder er sagt uns, wer ihn hat. Frag Rustam, den diesen Ex-Cop, der in der Vostok war, ob er weiß, wo Wizard ist. So, dann immer los. Das mache ich. Alright, let's go. Okay, dann schauen wir mal, wo ich hier jetzt längst kann. Anbieter, trauriges Sushi, hä? Hören Sie uns wieder, ja klar. Polizei und Kriminelle sind Teil desselben Ökosystems. Wenn es keine Kriminellen gibt, braucht man keine Polizei. Ja, das ist richtig. Verstehe, was du sagst. Rede mit Kunden, was? So was Widerliches hatte ich noch nie im Mund. Aber ich war nie im Gefängnis, was weiß ich schon. Ah ja. Das kann man nicht so stehen lassen. Meinst du kannst mich reinlegen? Was? Okay. In der Vostok war mit Rustam reden, ja? Damit die Kopf gegeben, was? Hier ist ein Club mit so einem Türsteher. Wahrscheinlich nach Hause gehen wir fahren wir. Hier, was bist du? In Haven ist gestern was Großes gelaufen. Ja. Ein Freund arbeitet da, hat mir alles erzählt. Okay. Sagt überall war Blut, doch sie vertuschen es. Geh weiter. Okay. Bester Fisch in der Stadt. Reden mit Hexe. Reden mit Hexe?
1743, das Auge sieht dich und du siehst mich. Das Auge, hast du es gesehen? Es dich schon, dem allsehenden Auge entritt nichts. Ja. Was ist? Hey, Moment, wer ist da? Und das Gesicht unter der Maske, du bist es, Auge hier. Das Auge, du bist da, du hast gesehen, du weißt. Ja, das Spiel hat begonnen. Wer zum König will, sollte mit den Bauern beginnen. Ja. Hier ist ein Bauer und er zieht bereits. Halt ihn in Schach, Auge. Hehehehe. Ja. Es sieht zu, es sieht immer zu. Du hast deine Zielscheibe auf deinem Rücken, du wirst beobachtet. Ja. Bisschen beobachtet. Der Rostock war. Wie schlimm? So schlimm. Der Stream ist weg, den ganzen Tag kein wird offen zu uns. Ist die Hexe weg? Doch nicht. Mädchen, das ist alles verkehrt, genauso eine Mission. Keine Bar, das ist Mechanics. Gefällt dir, was du siehst? Schwester des Chaos. Hey, mein Schöner, willst du gerettet werden? Nö. Wir bieten Errettung durch Leid. Befreie dich von der Tyrannei der Urteile und vereine, was geteilt ist, für den einen Zweck der Verwirrung und Herrschaft. Schmerzlust, Schuld, Unschuld, Freiheitssklaverei, Gut, Böse, Himmel und Hölle, bewerte eine menschliche Erfahrung und die Wahrheit geht verloren. Glaube an die Kirche des Chaos, erfahre Leid und werde belohnt. Erklär mal. Zuerst musst du leiden lernen, geh und such Bestrafung, Schmerz, ja sogar den Tod. Unterwirf dich der Reinheit der Erfahrung, komm dann zurück und erhältst deinen Lohn. Du musst während deines Abenteuers mindestens 50 Mal sterben, tu das und ich kann dich belohnen. Doch nur einmal pro Mission, sei klug darin, deine Aufgabe, deine Hingabe zu erbieten. Erwarte dein Leid. Oh, danke. Daisy! Hey, dich habe ich noch nie gesehen. Hätte mich doch daran erinnert. Ist die Maske. Ist ja genial. Bist du eine wahre Pracht darunter, was? Das ist so cool. Wenn du im Club bist, sprich mit dem Türsteher. Bis dann mal. Du kommst hier rein. Verschwinde. Oh, wie schade. Hat er dich nicht reingelassen? Wahrscheinlich hast du einfach zu wenig Karma. Du weißt, was Karma ist, ja? Ja. Ich hoffe, du hast bald genug Karma, um reinzukommen. Komm rein. Was sind jetzt? Oben, links, links, oben. Mach mal langsam, sie ist nicht hier. Ich glaube, ich tue, was ich will. Ich bin wegen des Karmas hier. Um als Host zu arbeiten, um meinen Traum zu verwirklichen, zu wissen. Was ist denn passiert? Da, da. Okay, Infocom. Infocom, Infocom. Garagen, Mutterstadt, Bodenhaus. Mechanics, Rostock war. Rostock war ist links. Links. Ja. Ah. Reden mit Grumpy. Wie geht deine Geschichte? Willst du auch was sagen? Oder stehst du bloß rum und klingst wie eine Ampel? Was dann? Trägst du diese Maske um mein hässliches Gesicht oder etwas noch Schlimmeres zu verbergen? Soll mich das etwa beeindrucken? Ich weiß, was du willst. Oder wen, um genauer zu sein. Wizard nennt sich selbst ein Technikspezialisten. Ich schätze, du nennst ihn dein nächstes Opfer. Er wurde mit einer örtlichen Gang gesehen, den Creeps. Die lassen Leute verschwinden. Zuletzt hörte ich, wie sie ihn in einer Tiefgarage versteckt haben. Wenn du dir etwas Karma verdienen möchtest, findest du da sicher noch ein paar ganz andere Typen. Und auf jeden von ihnen ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Kopfgeld? Willst du dich für mich um die Flüchtigen in der Tiefgarage kümmern?
In Ordnung, ich kassiere das Karma-Kopfgeld bei meinem Kumpels von der Truppe und teile mit dir. Ich kann es direkt von hier aus übertragen. Du siehst mich nicht. Ich sehe dich nicht. Okay, viel Vergnügen. Das bleibt zwischen uns, ja? Schwätzer mag niemand. Tiefgarage erreichen.